Willkommen in der Römerstadt Carnuntum, hier im Zentralbereich eigentlich der Römerstadt Carnuntum im römischen Stadtviertel, wo wir weltweit einzigartig ein römisches Stadtviertel am Originalstandort wieder errichtet haben. Hier im Raum Petronell fanden die ersten Grabungen in den 30er Jahren statt und dann ganz systematisch ab den 1950er Jahren. Und damals schon mit dem Ziel, ein Freilichtmuseum zu errichten. Ich darf Sie hier ganz herzlich in der Kulturfabrik Hainburg begrüßen, in der auf 3 Ebenen und insgesamt ca. 4.700 Quadratmeter die Funde aus Carnuntum und der Sammlungsbestände des Bereichs Römische Archäologie der Landessammlung in Niederösterreich verwahrt und bearbeitet werden. Mit der Gründung des Legionslagers um die Mitte des 1. Jahrhunderts nach Christus durch die 15. Legion beginnt der Aufstieg Carnuntums zu der späteren Metropole und es wird der Grundstein für die spätere Siedlungsentwicklung gelegt. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts werden in Carnuntum Ausgrabungen durchgeführt und dennoch ist eigentlich nur ein geringer Prozentsatz des Stadtgebiets, das erstreckte sich doch über knapp 10 Quadratkilometer, archäologisch, feldarchäologisch erforscht. Durch die Luftbildarchäologie seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts und durch die geophysikalische Prospektion seit 1990 hat sich unser Kenntnisstand zu der römischen Stadt Carnuntum doch ganz entscheidend verändert. Wir befinden uns hier im Museum Carnuntinum, dem archäologischen Museum der Römerstadt Carnuntum, bereits im Jahre 1904 von Kaiser Franz Josef I. eröffnet. Das Besondere an diesem Museum ist nicht nur, dass es direkt für die Funde aus der Umgebung von Carnuntum und direkt von Carnuntum gebaut wurde, sondern auch, dass das Museum einem römischen Atriumhaus nachempfunden ist. Mit einem offenen Bereich in der Mitte und 2 Seitenflügeln, wo sich weitere Ausstellungsstücke befinden. Genauso zweigeteilt ist auch die Ausstellung, die derzeit im Archäologischen Museum ausgestellt wird. Die Ausstellung heißt Der Adler Roms und widmet sich dem militärischen Leben in Carnuntum. Zum einen werden Militarier ausgestellt, von Ausrüstungsgegenstände der Soldaten, der Legionäre, genauso wie auch ihr ziviles Leben. In den Carnabae, wie auch im Legionslager, haben natürlich die Soldaten auch einen Alltag verbracht. Es wurde nicht 365 Tage im Jahr am Schlachtfeld gekämpft. Im zivilen Bereich werden unter anderem Keramiken ausgestellt wie Terra Sigillata, Faltenbecher oder auch Reibschüsseln, sogenannte Mortaria, die auch lokal hergestellt wurden. Zum anderen sehen wir hier auch Grabsteine, auch von Personen, die von weiter hergekommen sind, wie eine Person, die selbst aus Judäa bis nach Carnuntum gefunden hat. Hier zeigt sich auch, dass Carnuntum ein Umschlagplatz war von diversen Kulturen und Personen, wie auch natürlich Gütern. Im Erdgeschoss unseres Museums finden wir eine Ausstellung zu den Gottheiten. Hier werden beispielsweise Jupiter Dolichenus oder auch Mithras ausgestellt. Gerade für den Gott Mithras ist eine eigene Grotte erbaut worden. Mithras wird oft dargestellt auf einem Stier reitend mit einer phrygischen Mütze. Es handelt sich dabei auch um einen Mysterienkult, der in weiten Teilen des Römischen Reichs sehr verbreitet war. Mithras an sich ist eine orientalische Gottheit, die wir sehr oft mit vielen Mithren in Carnuntum nachvollziehen können. Carnuntum an sich war überhaupt zweigeteilt. Wir haben einen zivilen Bereich mit der Zivilstadt und andererseits einen militärischen Bereich, der rund um das Legionslager mit dem Auxiliarlager auch die Carnabae umfasst hat. Carnuntum wird zum Sitz des Provinzstatthalters von Oberpannonien. Unter Kaiser Hadrian erhält die Zivilstadt das Stadtrecht und unter Kaiser Septimius Severus wird Carnuntum zur Colonia erhoben. Im Jahr 193 nach Christus wurde Septimius Severus, der in Carnuntum Statthalter war, hier zum Kaiser ausgerufen und 308 nach Christus fand die sogenannte Kaiserkonferenz in Carnuntum statt, deren Ziel die Aufrechterhaltung der Tetrarchie war. Aufgrund des schlechten Erhaltungszustandes Anfang der 2000er Jahre haben wir uns überlegt, wie man zum einen die Konservierung, aber auch die Präsentation optimieren könnte und sind eben hier zu dem Modell gekommen, dass wir ein römisches Stadtviertel, die wesentlichsten Architekturtypen eines römischen Stadtviertels am Originalschauplatz wieder aufbauen. Ich spreche ganz bewusst nicht von einer Rekonstruktion, das ist es nicht. Es sind 1:1 Modelle, die aber basierend auf den archäologischen Befunden, auf den Grabungsergebnissen
wirklich eine sehr hohe Genauigkeit und eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit des ehemaligen Aussehens wiedergeben. Ich sage ganz bewusst, das war ein Konservierungsprojekt auch, das heißt, das war eigentlich, sind eigentlich Schutzbauten. Die originale Substanz ist da darunter, das heißt, das war ganz wichtig, auch in Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt, dass sämtliche Bauten auch reversibel sind. Das heißt, wenn sich künftige Generationen entscheiden, wir wollen diese 1:1-Modelle nicht mehr zeigen, sondern das Original wieder zeigen, dann kann man das Ganze wieder wegreißen und das Original ist ungestört noch immer unter der Erde. Das System oder die Philosophie, die wir hier gewählt haben, war bewusst, wir wollten nicht wie in anderen Freilichtmuseen eine Abfolge, wie es so typisch oft in Bauernhöfenmuseen ist, von durch die Jahrhunderte zeigen. Nein, wir wollten, das war der erste wichtige Punkt, ein Zeitfenster in eine einzige Epoche zeigen. Es war, und wir haben uns dazu entschieden, auch aufgrund des archäologischen Befundes für die ersten 4 Jahrzehnte des 4. Jahrhunderts nach Christus. Hier geben die archäologischen Befunde den meisten Aufschluss, um wirklich auch schlüssig und seriös in die 3. Dimension und so detailreich, wie wir hier versucht haben, das nachzubilden, zu zeigen. Warum das 4. Jahrhundert? Im Jahr 308 gab es die berühmte Kaiserkonferenz in Carnuntum. Das sieht man auch sehr gut im archäologischen Befund, dass sich für dieses Gipfeltreffen der mächtigsten Männer der damaligen Zeit Carnuntum noch einmal wirklich massiv herausgeputzt hat. Das Stadtgebiet war geprägt durch einerseits durch die militärischen Anlagen, andererseits durch größere Heiligtümer im Bereich in der Peripherie der Lagerstadt, aber nicht zuletzt auch von 2 Amphitheatern, einem zivilen und einem militärischen Amphitheater. Die Lagervorstadt um das Legionslager, wo sich die Zivilpersonen angesiedelt haben, die im wirtschaftlichen Kontakt mit dem Militär standen, beziehungsweise auch familiäre Bindungen zu den Soldaten hatten, erstreckte sich über eine Fläche von 120 Hektar. Westlich davon entstand eine Zivilstadt auf einer Grundfläche von maximal 65 Hektar. Die militärische Präsenz in den Grenzprovinzen, genauso wie auch die Entstehung von Städten in den Provinzen, begünstigte neue Absatzmärkte. Entlang der Militärrouten, die früher eigentlich als Transferrouten für die Soldaten dienten, wurden so auch oft Produkte transportiert. Das war natürlich auch sehr wichtig für den Fernhandel in Carnuntum. So konnten ganz wichtige Lebensmittel wie beispielsweise das Olivenöl, die berühmte Fischsoße, Garum oder Liquamen genannt, genauso wie Wein bis nach Carnuntum transportiert werden. Hierfür wurden vor allem Amphoren verwendet, die wir in zahlreichen Fragmenten per Ausgrabungen finden. Ein wichtiges Produkt hierbei waren auch die Öllampen. Die Öllampen wurden ebenfalls auch in Nordafrika, genauso wie in Frankreich hergestellt, in der Provinz Gallien, aber auch in der Nähe in Pannonien selber produziert. Auch Metallobjekte wurden nach Carnuntum transportiert, seien es jetzt medizinische Produkte wie Pinzetten oder kleine Skalpelle, Spiegel oder auch Falli aus Messing oder Bronze, die im archäologischen Fundmaterial vertreten sind. Carnuntum war somit ein Umschlagplatz, aber auch Absatzmarkt für viele Produkte, die im römischen Bereich produziert wurden und auch konsumiert wurden. Digitale Medien und neue Technologien haben schon seit langem die Aktivitäten von Museen und Sammlungen erfasst. Es werden jährlich in Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen des Landes ungefähr 1000 Fundstücke digitalisiert, mit dem Leser gescannt und in einer Web-Applikation der Öffentlichkeit frei zur Verfügung gestellt. Die Funde aus Carnuntum sind Teil des Sammlungsbereichs Römische Archäologie der Landessammlungen Niederösterreich, der inzwischen etwa 2,6 Millionen Objekte umfasst. Mit etwa 80.000 römischen Münzen, eine der europaweit größten Sammlungen römischer Münzen hier in den Beständen. Es ist auch ganz interessant, Carnuntum ist einer der Orte mit den meisten Einzelfunden an Goldmünzen. Ein weiterer Fokus liegt auf der Glyptik in Carnuntum. Wir haben hier in den Beständen etwa 2000 Gemmen und Kamen und es gibt nördlich der Alpen keinen Ort mit einem höheren Fundaufkommen an diesen geschnittenen Schmucksteinen. Neben der Inventarisierung und der Dokumentation der Sammlungsbestände nimmt die Forschung einen ganz wichtigen Stellenwert ein. Es ist für uns ganz wichtig festzuhalten, dass durch die Forschungen in Carnuntum die inhaltlichen Grundlagen geschaffen werden, sowohl für die Ausstellungen als auch
für die Rekonstruktionen im römischen Stadtviertel der Römerstadt Carnuntum. In unserem Museum Carnuntinum werden vor allem Originalfunde ausgestellt. Hier finden wir zum Beispiel einen römischen Paradereiter, welchen Pferd auch ein Parademedaillon trägt. Dieses ist eine Replik, kann aber auch im Museum als Original bewundert werden. Es stammt aus dem 2., 3. Jahrhundert und wurde in Carnuntum gefunden. Die meisten Repliken finden wir in unserem römischen Stadtviertel im Freilichtmuseum. Im römischen Stadtviertel können die Besucher die Funde und die Repliken wirklich berühren und so noch besser in das antike Leben eintauchen. Bei manchen Führungen, Spezialführungen oder auch Thementagen sind wir auch römisch gekleidet und so können sich die Besucher noch besser vorstellen, wie es in einem römischen Zuhause, in einem römischen Alltagsleben zugegangen ist. Wir bekommen durchwegs sehr positive Reaktionen auf unsere Gewandung. Die Besucher, ob jung oder alt, nehmen es sehr angenehm auf, sich so besser vorstellen zu können, wie eine Römerin, ein Römer sich in den römischen Bauten bewegt hat. Und jetzt nehme ich euch mit zu mir nach Hause in das Carnuntum des 4. Jahrhunderts. Das Zweite war, wir wollten nichts zeigen, was wir nicht wissen. Das heißt, wir haben bewusst einen Mut zur Lücke. Das heißt, man sieht es auch, obwohl wir sehr detailreich sind, zeigen wir vor allem in der Wandausstattung zum Teil nur Andeutungen, weil wir einfach nicht genügend wissen. Das heißt, wir wollten hier kein römisches Disneyland schaffen. Hier ist die Gratwanderung natürlich sehr eng, sondern wir wollten hier wirklich eine Idee geben, wie dieses Stadtviertel vor 1700 Jahren ausgesehen hat. Das heißt, was wir nicht wissen, das zeigen wir auch nicht. Salvete! Herzlich willkommen in meiner Stadt. Ich möchte euch heute auf einen Rundweg durch mein Carnuntum des 4. Jahrhunderts mitnehmen. Ich zeige euch mein Zuhause und die Hotspots in unserer Stadt. Ich freue mich, dass ihr mich heute bei unserem Rundweg begleitet. In Carnuntum bei uns ist immer etwas los. Die neuesten Neuigkeiten werden auch auf der Hauswand präsentiert, wie ihr hier bei unseren Dipinti sehen könnt. An der Villa Urbana, unter unserer Portikus, dem Säulengang, werden hier Gladiatorenkämpfe angekündigt. Bei uns in Carnuntum haben wir zum Beispiel zwei Amphitheater. Einerseits eins in der Militärstadt und andererseits eins bei uns in der Zivilstadt. Hier werden Gladiatorenkämpfe ausgetragen, Tierhetzen, teilweise auch Theaterstücke. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Die berühmten Gladiatoren werden zu richtigen Superstars bei uns. Ob es jetzt ein Retiarius ist, ein Secutor, die ihre Kämpfe austragen. Viele Graffitis zeigen Zeichnungen von ihnen oder auch kleine Anspielungen. Wir freuen uns immer, wenn wir eine neue Aufführung hier beobachten können. Der dritte Punkt war, wir wollten die Häuser auch bewohnbar zeigen. Also die Häuser, die wir hier rekonstruiert haben, sind keine leeren musealen Hüllen, sondern es sind eigentlich bewohnbare Häuser. Wenn man auf die Annehmlichkeiten der modernen Zeit verzichtet, sind diese Häuser bewohnbar. Das heißt, die Fußbodenheizungen funktionieren, die Herdstellen funktionieren. Auch die Gebäude sind in antiker Bautechnik größtmöglich wieder aufgebaut worden. Wir sind zu Gast in der Villa Urbana. Genauer gesagt befinden wir uns im großen Apsidensaal, wo Feierlichkeiten wie Convivia abgehalten werden oder auch Versammlungen von wichtigen Geschäftsleuten oder auch einfach von Familienangehörigen. Ganz besonders zeichnet sich dieser Saal durch seine schöne Wandmalerei aus. Hier wurde nicht einfach normal die Wandmalerei auf die Wand aufgetragen, sondern, wie man sehr gut auch im Licht hier sehen kann, glänzt die Wand ein bisschen. Das liegt daran, dass hier die Technik des Stucco Lustro angewandt wurde. Hier wurde auf die noch nasse Wandmalerei ein Bienenwachs aufgetragen, damit dieser glänzende Effekt entsteht. Hier wollte man in gewisser Weise auch ein bisschen den Marmor imitieren. Als Design bzw. dekorative Elemente haben wir einerseits Weinranken oder auch andere florale Designs und diese Genii hier. Das sind kleine Schutzgottheiten oder auch Glücksgottheiten, die der Familie Schutz und Familienglück bringen sollten. Und der vierte Punkt war, wir wollten auch die Bewohner zumindest spürbar machen. Das heißt, wir haben uns wirklich versucht, dass jedes Haus folgt einer bestimmten Dramaturgie, jeder Raum folgt einer bestimmten Dramaturgie, die Funktionszuordnungen, soweit möglich und soweit es schlüssig darstellbar ist, haben wir auch wieder gezeigt und auch von kleinen Accessoires, das heißt die Bewohner, die ehemaligen, sollten immer spürbar sein. Wir machen einen Abstecher zum Thermopolium der römischen Garküche. Hier können schon bereits fertig zubereitete Speisen konsumiert werden und auch sozusagen als Takeaway mitgenommen werden. Das reicht von der berühmten Puls, dem Getreidebrei, über Eintöpfe oder auch gegrillten Fisch zum Beispiel,
Also der Auswahl sind keine Grenzen gesetzt. Die Römer haben hier vor allem regionale Produkte zu sich genommen. Die Ernährung war generell sehr gemüsebasiert, aber auch Fleisch und Fisch wurde natürlich zu sich genommen. Genauso wie auch Milchprodukte oder auch Eier. Aber die Römer in Carnuntum mussten auch nicht auf exotische Produkte verzichten. Ein ganz klassisches Beispiel sind hier die Austern. Austern kommen natürlich vom Mittelmeer vor allem, wurden aber auch bis nach Carnuntum transportiert. Carnuntum liegt an zwei wichtigen römischen Handelsstraßen. Zum einen der Limesstraße, die parallel zur Donau verläuft, und andererseits der Bernsteinstraße, die runter bis nach Aquileia an die Adria führt. So war es für die Römer kein Problem, auch Austern hier in Carnuntum zu konsumieren. Aber auch weitere Produkte wie Olivenöl oder auch Gewürze wurden nach Carnuntum gebracht und transportiert. Seien es jetzt Gewürze aus dem fernen Indien oder auch aus dem mediterranen Raum. Die Besucher sind keine normalen Museumsbesucher, sondern sind eigentlich Gäste. Besucher haben das Gefühl, als könnten die Bewohner jederzeit wieder zurückkommen. Das schafft eine Spannung, die, glaube ich, auch die Erfolgsgeschichte ausmacht. Eine römische Therme als öffentliches Gebäude, und diese Therme ist auch weltweit einzigartig durchgehend beheizt. Das heißt, die Besucher haben wirklich ein multisensorisches Erlebnis, nicht nur das Sehen, sondern auch das Plätschern des Wassers, die Wärme, die Düfte, und ich glaube, das alles macht Carnuntum einfach zu einem einzigartigen Ort. Nach unserem Spaziergang durch unser römisches Stadtviertel möchte ich jetzt mein Haus etwas genauer zeigen. Das Haus hier im Hintergrund seht ihr schon, das ist ein ganz typisches Haus der oberen Mittelschicht. Man sieht, ich bin wohl betucht und kann mir so ein schönes Haus leisten. Es ist auf einer Bruchsteinmauertechnik gebaut und verfügt über einen zentralen Innenhof. Einer Kokina, einer Küche. Einem groß ausgebauten Wohnraum, sogar mit Fußbodenheizung, und einem Geschäftsraum. Wie das Haus jetzt genau ausschaut, werden wir uns im Folgenden gleich genauer ansehen. Der Neubau ist ganz frisch gebaut, da möchte ich natürlich euch gleich einladen. Folgt mir bitte. Die gelagerte männliche Figur stellt vermutlich den Flussgott Danubius, die Personifikation der Donau, dar. Er liegt hier auf einem Gefäß, oder der Arm ist gestützt auf einem Gefäß mit einem Ausguss, aus dem vermutlich auch Wasser floss. Also es dürfte sich hier um eine Brunnenfigur handeln, aus einem größeren Brunnenhaus oder aus einem Nymphäum. Bei Carnuntum überquerte die Bernsteinstraße die Donau. Wichtige Güter waren Tierfelle, waren Wolle, Holz, Honig und vor allem der im Römischen Reich sehr begehrte Bernstein. Also wir haben auch hier in Carnuntum zahlreiche Rohbernsteinfunde, die belegen, dass Bernstein offenbar auch in Carnuntum verarbeitet wurde. In Carnuntum konnte der Personen- und Warenverkehr über die Donau kontrolliert werden und es konnten auch Zölle erhoben werden. Neben Fackeln und Kerzen dienten vor allem solche Öllampen zur Beleuchtung der Innenräume. Hier in unserem Wohnraum ist es sehr dunkel. Die Fenster sind klein gehalten, damit die Kälte im Winter nicht hereinkommt und im Sommer natürlich die Hitze nicht. Dennoch merkt man, dass wir schon gut betucht sind natürlich, nicht nur in unseren schönen Wandmalereien. Wir haben in unseren Fenstern auch Fensterglas. Das zeigt, wir können uns doch Glas auch leisten und haben nicht nur Holzverschläge vor unseren Fenstern. Natürlich ein sehr schönes Ausstattungsmerkmal. Woran man noch erkennt, dass wir ganz reiche Römer sind, ist, dass wir hier eine Fußbodenheizung haben. Der ganze Boden ist mit einer Schlauchheizung unterlegt, dadurch können wir auch im Winter warme Füße haben. Ein wichtiges Ausstattungsmerkmal bei uns ist auch noch das Lararium, das ihr hier seht. Beim Lararium bringt unser Pater Familias, also mein Ehemann, das Opfer dar. Bei den Laren handelt es sich um unsere Vorfahren oder auch Ahnen, die um das Familienwohl besorgt sind. Das heißt, wenn man Glück haben möchte oder auch für die Gesundheit betet, werden hier kleine Rauchopfer oder auch kleine Speise- und Trankopfer dargebracht. Ganz wesentlich in der allgemeinen Philosophie ist natürlich auch, dass wir das römische Leben auch nach Carnuntum zurückbringen wollen. Das heißt, wir haben über die Jahre einige Formate entwickelt von Living History-Veranstaltungen,
ausgehend vom klassischen Römerfest, wie es aber viele Orte machen, haben wir uns in den letzten Jahren zu einem neuen Format entschieden, das Fest der Spätantike, wo wir genau jene Zeit zeigen, die wir hier auch in den Gebäuden zeigen. Und es ist jetzt nicht so ein klassischer historischer Markt, sondern das Fest der Spätantike ist quasi wie ein Stationentheater. Die Besucher gehen von Ort zu Ort, das heißt, es ist wirklich Geschichte hautnah zum Angreifen. Und damit die alten Steine auch einen Geschmack bekommen, haben wir seit 2007 auch römische Abende in der Villa Urbana, wo auch Schau gekocht wird, wo mit römischer Musik und erläutert ein fünfgängiges Menü nach Apicius zubereitet wird. All das in Verbindung mit den übrigen Vermittlungsprogrammen wie Zeitreiseführungen sollen dazu beitragen, dass eben Carnuntum wirklich ein lebendiger Ort der Geschichte wird. Das Olivenöl auch für die Öllämpchen kam in den ersten beiden nachchristlichen Jahrhunderten vor allem aus istrischen Produktionen, aus Norditalien und Istrien, ab der Mitte des 2. Jahrhunderts dann vor allem aus der Provinz Baetica im heutigen Andalusien in Südspanien. Olivenöl wurde in Fässern und vor allem in Amphoren transportiert. Es waren Einwegbehältnisse und der Transport erfolgte zwar auch über Land, aber wo es möglich war, über die Flüsse und natürlich speziell über die Donau. Die wissenschaftliche Aufarbeitung all dieser Funde, auch der unspektakulären Funde wie Fragmente der Wandmalerei, die uns erlauben, Dekorsysteme in den Häusern zu rekonstruieren, tragen dazu bei, die Geschichte Carnuntums weiter zu erforschen und erlauben uns tiefe Einblicke in das Leben der Römer hier an der Nordgrenze des Imperiums. Ich hoffe, euch hat unser kleiner Spaziergang durch das römische Stadtviertel gefallen und unser Besuch bei mir zu Hause. Ich lade euch herzlich ein, mit mir wieder in die römische Geschichte einzutauchen. Kommt bald bei uns wieder zu Besuch, um unser Freilichtmuseum und das Museum Carnuntinum genauer anzusehen. Bis dahin, Valete, bis bald, macht es gut, wir freuen uns auf euch. Ich lade Sie ein auf einen Rundgang durch die verschiedenen Gebäude und knüpfe aber auch gleich meine Hoffnung und Erwartung und der Einladung, dass Sie auch persönlich, nicht nur über Video, sich sehr bald von Carnuntum bezaubern lassen und freue mich auf Ihren Besuch.